Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wasteland. Da sind wir wieder. Ja, gestern euch so ein bisschen den Server gezeigt. Heute ist nach dem Stream ein bisschen was passiert. Und das zeige ich euch wiederum jetzt. Was haben wir so im Stream gemacht? Wir haben natürlich weitestgehend für unser Dach Glas hergestellt. Für den nächsten Stream, der dann am Sonntag eventuell kommt, Sonntagabend. Schon mal, wie gesagt, Glas hergestellt, damit wir da hier oben dann weitermachen können. Haben wir natürlich auch ein bisschen weitergemacht. Wir sind jetzt bis da hinten auf jeden Fall schon mal gekommen. Dann habe ich hier ein wunderschönes Untergeschoss angefangen zu bauen. Und das führt jetzt nämlich einmal straight hier quer durch. Hüp, hüp, hüp. Und zwar hier raus, quasi, dass wir da einen Durchgang haben nun. Genau, überall sind jetzt diese Eisengolems hier unterwegs. Die helfen uns so ein bisschen. Hier wurde auf jeden Fall auch was erweitert. Hier ist übrigens das ganze Glas drin. Und ja, ist aber an sich sonst nichts mehr drin. Das heißt, wir müssen mal einen neuen Cobblestone holen gehen. Das können wir direkt mal machen. Aber hier holen wir auf jeden Fall auch erstmal was raus. Und packen das nämlich hier rein. Denn aus dem Zeug wird dann Cobblestone gemacht, tatsächlich. So. Guck mal, jetzt geht das nämlich alles schnell. Mich hat das so ein bisschen genervt, dass der Boden hier nicht aus Beton war und man nicht, als ob hier kaum was drin ist. Pack mal einfach mal Erde rein ein bisschen. Okay, das ist natürlich jetzt bloody. Schauen wir mal, ob hier was drin ist. Na, Erde natürlich. Hier ist noch Bruchstein drin. Da snacken wir uns mal. Da hätten wir noch Sand. So. Einmal in die Maschine. Genau, dann wollte ich mal gucken, ob wir eine neue Nachricht bekommen haben. Okay, Leute, wir haben was Neues bekommen. Darauf bin ich aber diese Folge noch nicht vorbereitet. Wir können es mal lesen, machen es aber in der nächsten Folge. Alles klar, okay, wieder ein Bild. Machen wir in der nächsten Folge, blende ich euch den ganzen Kram mal ein. Weil bis ich jetzt das Bild da mir rausgewühlt habe und alles, haben wir nämlich Weihnachten. Hier mache ich mal zu. Obwohl, wir können eigentlich mal uns hier entleeren. Wir haben so viel Kram hier. Guck mal, hier haben wir auch noch Carpenter-Blöcke drin. Die nehmen wir mal mit. Okay, Quarz packen wir einfach jetzt mal dazu. Ich weiß nämlich nicht, wohin damit. Stein. Den Sand packe ich hier einfach mal rein. Das ganze Essen packe ich auch mal raus. Chocobo haben wir hier. Essen, Holz haben wir hier. So, die Carpenter-Blöcke nehme ich auch mit Fackeln. Und unseren Kram. Da haben wir auch nichts drin, okay. Mal jetzt mal ein bisschen Glas mitnehmen. Hier war noch Beton übrig.
So. Dann haben wir nämlich jetzt einen ganzen Rucksack voller Glas. Das ist doch schön. Das glaube ich aber mal außenrum. So. Jetzt wollte ich mal gucken, was wir hier noch. Da muss noch. Laborblöcke brauchen wir also noch. Und hier brauchen wir noch Carpenter. Carpenter-Schrägen. Ja. Dafür brauchen wir nämlich Stickies. Die gehen nämlich, glaube ich, so. Na, ich nehme mal ein paar. Ich weiß nämlich jetzt nicht. Ja, wenn man sneakt, kann man die auch verändern. Genau, okay. Da wären auch noch eine 6 gewesen. So. Ist halt jetzt die Frage, wie wir es hier zumachen, ne? Ah, okay. Mann. Okay. Okay, dann brauchen wir jetzt noch Laborblöcke. Dafür brauchen wir normalen Stein und Quarz. Habe ich davon jetzt noch was hier? Quarz habe ich auf jeden Fall gerade eben da hinten reingepackt. Da hätten wir den Quarz. Normaler Stein 6, 6, 6, 6, 6, 6. Alles klar, hier unten bei Holika ist auch schon einiges passiert. Buddel mich jetzt einfach mal so ein paar Dinger hier weiter, wenn ich ein bisschen Stein habe. Fällt ihm wahrscheinlich gar nicht aus, dass es auf einmal Cobblestone ist. So. Zumachen. Da sind auch noch Steinchen drin. War hier gerade Action? Alles klar, das scheint Action gewesen zu sein. So. Müssen wir einmal umchiseln in diese hier. Perfekt. Diese wunderschönen Golems, die beschützen uns halt.
Für diesen bösen, 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 bösen Zombies, die ab und zu noch durchkommen, weil hier irgendwo nicht ausgeleuchtet ist. So. So, guck mal. Jo. Wither. Alter, wie viel Leben hat das Mistvieh denn? So. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Und hier müssen wir jetzt den Rest einmal mit diesen wunderschönen Steinchen belegen. Allerdings geht das nur bis hier. Also nur bis hier. Weil das Stück muss ich leider bei Erde belassen, weil wenn... Achtung, ihr seht hier oben. Da ist nämlich nichts. Okay, aber gut, der Gang ist ja so in Ordnung. Lassen wir einfach so. Da werden wir irgendwann mal was drüber packen. Irgendwann mal. So, gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was gezüchtet bekommen. Ich will die Kürbisse tatsächlich endlich auf 10, 10, 10 kriegen. Gucken wir doch mal, ob in der Kürze der Würze was hier wächst. So, dann gehen wir jetzt einmal schlafen. Da haben wir schon was? Ein Poppy-Seed. Ein Poppy-Poppy-Poppy-Seed. 796. Oh. 796. 796. Oh. Zehn, 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 endlich. Ich finde, wir können endlich den Kürbis anpflanzen. Endlich können wir ihn anpflanzen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen rauskriegen. 3, 3, 4 ist die pinke Tulpe. Da haben wir noch ein Einser dazwischen. Oh, hier ist auch was gewachsen. Sechs, sechs, sieben bei den blauen Orchideen. Sechs, sechs, sieben. Okay, Rest wächst noch. Können wir nämlich die dann klippern und haben dann endlich unser Feld. Mein Kreerfin hat noch 50. Prinzipiell können die Seeds ja eigentlich jetzt alle weg hier, ne? Das
Zumindest diese ganzen. Eigentlich dieses Sugarcane und Kürbisgedönse kann weg. Genauso wie diese Muskeln, brauche ich keinen Arsch. Okay. So, wenigstens ein wenig geordnet hier. Da haben wir jetzt auf jeden Fall Unkraut gehabt. Da haben wir aber was bekommen. Und hier haben wir auch was bekommen. Und da haben wir einmal Unkraut. Schauen wir aber trotzdem mal, was wir hier Feines haben. 3, 4, 2. Und 3, 3, 4. So, da war Unkraut, können wir aber eigentlich auch wegpacken jetzt inzwischen. So. So, okay. Gut, dann packen wir hier mal unseren anderen Kram rein. Das brauche ich jetzt. So, brauche ich einmal mein Kreffchen, um hier hochzukommen. Und es dann wieder runterfallen zu lassen. Voll kleines Hahn. Okay, bauen wir hier einfach mal ein bisschen weiter an dem Glasdach. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Bis das im Endeffekt endlich mal alles fertig ist. Runterfallen können wir nicht mehr. Wir haben diese wunderschönen Boots hier von Portal Gun. Beziehungsweise runterfallen können wir schon, aber wir tun uns nichts mehr. Ollis Haus kriegt inzwischen auch schon eine zweite Etage, sehe ich da hinten gerade. Sind die Hühner weg? Oder sieht man die eigentlich von hier oben nicht? Oha, wir haben ja jetzt genug im Rucksack. Einfach mal hier ein bisschen weiter. Und ja, falls Shiro das sieht, ich leuchte aus. Sie sagt immer, die leuchtet nicht genug aus. Ich glaube, man sieht einfach von hier oben die Tiere nicht alle. Und deswegen ist das so, dass ich die Hühner nicht sehe, weil ich sehe auch nicht alle Schokobos. Aber wie schnell einfach so ein Stack Glas einfach weg ist. Das ist so mega. Vor allen Dingen, wenn man sich verbaut natürlich.
Ja, meine Aufnahmezeit ist aufgebraucht, in der Tat. Dann werden wir gerade mal ausleuchten, das Stück, was wir jetzt hier neu gemacht haben. Und springen einmal runter. Und flitzen einmal rein hier. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Folge, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.